Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 8.30 Uhr, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Themen heute. Ihr Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen natürlich an diesem wunderbaren Morgen. Diesen Morgen haben wir schon wieder 8.30 Uhr. Ja, das ist eine Zeit, ne, die ist sehr verrückt und ich möchte heute mit euch mal wieder ein paar kleine Runden Jump World spielen. Zu Anfang möchte ich noch sagen, Leute, falls ihr mir Jump World Maps bauen wollt, ja, dann hier natürlich Freaks AP in den Namen geschrieben haben bei eurem eigenen Jump'n'Run, dann finden wir nämlich hier auch schon ein ganz paar, nicht ganz viele und drei neue gibt es, wenn ich es richtig gesehen habe. Und zwar hier, die hier müsste ich alle schon gespielt haben. Ich weiß gar nicht, das hier habe ich anscheinend noch nicht gespielt. Also deswegen, wir spielen jetzt erstmal Freaks AP ein oder zwei Spieler. Los geht's! Story. Ein böser Mensch hat nur Regen gemacht. Stelle das Sonnenlicht wieder her. Spieler 1, Spieler 2. Spiele alleine oder zu zweit. Wir spielen natürlich alleine. Wow, oh Gott. So, okay, und jetzt müssen wir den Sommer wieder herstellen. Okay, wann kriegen wir sowas Cooles? Los, los. Und jetzt müssen wir hier drauf. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja richtig böse. Nein, fuck. Lol, das ist ja voll schwer. Und zwar, Leute, habe ich eine kleine Story für euch heute. Ja, es geht mal darum, was ich eigentlich gestern veranstalten wollte. Und zwar gestern, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gab es kein Video. Wieso, weshalb, warum nicht? Und zwar wollte ich mich eigentlich gestern Nachmittag so gegen 15 oder 16 Uhr, ich glaube um 16 Uhr, also um 15 Uhr habe ich mich so ein bisschen hingepackt. Und ich wollte eigentlich so nur ganz kurz pennen, also so gegen 16 oder 16.30 bin ich dann eingeschlafen. Ja, war super, was da so passiert ist auf jeden Fall. Ja, ich habe mich sehr doll gefreut darüber. Fuck, jetzt müssen wir das nochmal machen. Ja, und zwar, was ist passiert? Ja, ich bin dann eingepennt. Dann ohne Scheiß. Um 2 Uhr in der Nacht wach ich wieder auf, guck auf den Wecker und denk mir so, fuck. Fuck. Ja, ihr könnt ja rechnen, von 16 Uhr an bis 2 Uhr in der Nacht sind ungefähr, ich weiß gar nicht, 9 Stunden oder irgendwie sowas. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 9 oder 10 Stunden. Oder von 17 Uhr an, also ungefähr 9 Stunden habe ich geschlafen, wo ich mir auch so dachte, so, Dicker, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt irgendwie überhaupt nicht angehen, weil das ist echt, ehrlich, dachte so, das ist jetzt nicht mehr normal, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Ups, ohne Scheiß jetzt. Fuck. Ich raste gleich aus, ne? Ohne Scheiß. Digga, willst du mich eigentlich verarschen hier? Ja, und ohne Scheiß, da dachte ich mir echt, das kann jetzt nicht sein. Guck mal, ping, ping, wir haben es gewonnen. Okay, irgendwie von der Kreativität sagen wir mal, okay, die Sprünge waren gut. Ja, die Optik sah auch ganz gut aus, aber es war nicht so um. Also hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. So, gut, dann machen wir mal einfach das nächste Jump'n'Run, wenn der jetzt hier meinen Tag noch drin hat. Ja, Gomma HD oder Freaks LP. So, dann zocken wir das mal. Auf jeden Fall, ja, das war richtig scheiße. Weg Gomma HD, willkommen auf meiner Map. Wähle zunächst deinen Weg. Weg Freaks LP. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ja, es ist echt, also da dachte ich mir echt so, ach du Scheiße. Vor allem, wenn man dann so spät in der Nacht einfach aufwacht. Boah, das ist ja richtig cool da unten. Alter, ist das cool. Vor allem, wenn man dann so richtig spät aufwacht einfach und sich denkt so, Alter, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Weil das Problem ist auch, wenn man natürlich dann schon 10.000 Stunden gepennt hat, ne, kann man ja normalerweise eigentlich nicht mehr einschlafen. Das Problem war dann auch, ich war dann von 2 bis um 5, glaube ich, wach und habe dann probiert, nochmal zu pennen. Die Vögel haben schon gezwitschert, es war schon hell draußen langsam. Gut, ich habe dann nochmal so 2 Stunden drauf pennen können, aber
es war einfach der Überall-Shit, so, wo ich mir sagte, so, das ist mir auch noch nie so passiert, dass ich dann so lange schon irgendwie wach war. Also ich war schon mal so, lange wach, aber beziehungsweise, dass ich so lange nachmittags geschlafen habe. Ich habe dann nur so eine Stunde oder so oder zwei Stunden geschlafen, so bis 19 Uhr oder sowas. Vor allem, ich wollte ja noch was aufnehmen und ich hatte auch noch einen Aufnahmetermin. Ja, den habe ich mal schön verpennt. Ja, lief gut auf jeden Fall, Leute. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr nachmittags so eine Art Mittagsschlaf, beziehungsweise so Nachmittagsschlaf irgendwie erhalten wolltet und ihr einfach komplett weggeratzt seid und mitten in der Nacht aufgewacht seid, weil das ist echt, das ist so, vor allem das ist so der übertriebenste Brainfuck, den man haben kann einfach, wenn man so mitten in der Scheiße aufwacht, mitten in der Nacht aufwacht und sich so denkt so, ja, geil, nice, läuft bei mir, upsala, so, okay, piu, danke fürs Spielen. So, machen wir erstmal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke fürs Spielen. Falls Gomme oder Fix das spielt. Ich bin ein großer Fan von euch. PS, sorry, dass es so kurz war. Ach, ist doch gar kein Problem. Eine Minute schießt mich tot. Das läuft doch. So, dann nächstes Jump'n'Run. Wir nehmen dann nochmal Fix LP spielt Jump World, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht gezockt. Das sieht zumindest nicht so aus. Ach du Scheiße, was ist das denn hier schon wieder für ein Sound? Was ist das denn hier schon wieder? Scheiße. Man kann hier auch Boss-Bars einbinden. Ich glaube, wir müssen mal zusammen hier auch so ein Jump'n'Run bauen, glaube ich. Was geht jetzt schon wieder? Ach, jetzt sind wir hier schon wieder drin. Aber irgendwie ist der ein bisschen lang geraten, Domi. Guck mal, der ist ein bisschen zu hoch, das Dingen. Wenn du mal guckst, das Face, das ist so lang gezogen, so ein bisschen weit auseinander. Oh Scheiße, ey, jetzt geht's wieder los. Ich hasse diese Hedge-Sprünge, ne, wo man oben komplett mit dem Kopf oben hängen bleibt, ne. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal 10.000 Mal in den Videos gesagt. Ha, Fail Nummer 10.000. Alter, jetzt. Ach Gott. So, okay. Suche den Checkpoint und gehe den Weg hoch. Tipp, ein kleiner Trick steckt dahinter. Ach, nö. Ups. Nein. Digga, was? Wie soll man den denn da... Leute, ihr habt jetzt nicht das gesehen, was ich auch gerade gesehen habe, oder? Will der mich veräppeln? Digga, der will mich doch verarschen, ey. Der will mich doch verarschen. Wow, Alter, was war das? Wow. Oh Gott. Wow. Fuck it. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mich mal eben ganz kurz konzentrieren. Oh, jetzt haben wir es irgendwie nur noch... Wow. Vor allem, man muss einfach aufpassen, wenn man hier so schnell lang rast, dass man nicht... Guck mal, ich bewege mich jetzt hier gerade mit Sneak, ne? Wow, okay, so, wir haben es geschafft. Leicht, schwer. Wir probieren mal schwer. Ne, komm, wir machen leicht. Das wird ja sonst hier nichts. So, wir haben leicht gemacht. Pass auf, und jetzt machen wir nochmal schwer einmal zurück. Oh Gott. Wie man sehen kann... Komplette Vollkatastrophe, obwohl geht eigentlich gerade noch. Naja, das war jetzt eine komplette Vollkatastrophe. Oh, es ging echt noch. Gut, okay, dann machen wir nochmal leicht in die Richtung. Einmal alles ringsrum, so. Und los geht's. So, links oder rechts? Wähle weise. Wir nehmen einfach mal rechts. Wir gehen einfach mal rechts. Okay, was passiert jetzt? Okay, anscheinend... Digga, wir sind nicht wieder am Anfang. Digga, will der mich verarschen? Will der mich eigentlich... Der will mich verarschen, der Junge. Alter, wir sind jetzt nicht wieder am Anfang gelandet, oder? Das kann... Nein.
Nein. Nein. Und vor allem auf dem scheiß Checkpoint. Digga, nein. Fuck. Na, klasse. Na, super. Das Problem ist, wir kommen da auch nicht wieder hoch, um uns hier reinzuhacken, oder? Na, das ist jetzt ja klasse. Verarschen kann ich mich doch allein. Wir machen das Jump'n'Run hier nicht fertig. Wir bewerten es. Es ist echt gut, gut, gut. Aber das schafft ja kein Mensch. Da wirst du ja nur bekloppt von, wenn du das ganze Jump'n'Run jetzt nochmal machst. Also, war jetzt echt ein bisschen mies, muss ich sagen. Und, ja, Leute, auf jeden Fall wieder drei coole Jump'n'Runs dabei gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine morgendliche Video gefallen und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Packen wir vielleicht für dieses Video mal wieder 1000 Likes, das würde mich richtig freuen. Checkt auf jeden Fall auch die beiden anderen letzten Videos ab, sind oben nochmal in der Infocard verlinkt und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, cheerio, bye bye, tschüss.